ist soweit. Das große Finale ist da. Die letzten Anrufe trudeln noch herein, aber es dauert nur noch wenige Sekunden. 3, 2, 1, Ted aus! So, die Wertung in der Studio haben wir auch bereits an den Ted übergeben. Was hält uns also noch? Na, eigentlich nichts. Schauen wir uns die Grafik an. Wir bitten um die Wertung der Studio-Jury. Aha, die Studio-Jury hat sich für Christina entschieden, würde ich doch sagen. Und jetzt geben wir das Endergebnis der Telefonabstimmung. Bitte. Jetzt wird es ganz besonders spannend. Des Kitty 95. Das ist jetzt die Gesamtwertung. Heike liegt weit vorne. Heike liegt sehr gut, würde ich sagen. Christina überholt. Und? Die Siegerin des Kitty 95 ist Christina. Christina, komm her zu uns. Und hörst du den Applaus drüben im Showstudio? Christina, das ist dein Kitty. So, der Applaus drüben im Showstudio ist ganz gewaltig. Und hier überreichen wir dir deinen Kitty 95. Sag mal, was fühlst du denn so jetzt, ha? Super. Also. Da fällt uns nicht mehr dazu ein. Das ist aber auch super. Ja, was wirst du jetzt machen mit dem Ding? Wo wirst du es hinstellen, hm? Mein Kinderzimmer. Kriegt seinen Ehrenplatz, ja? Gut, aber das ist ja noch nicht alles. Hier kommt bereits von der Kiddies Fashion Company der Hermann N. Enkel. Hallo. Gratulieren wir. Kiddies da ist vorne. Mit deinem Gutschein für eine Reise, eine Woche ins Euro Disney Resort Paris mit Begleitung. Danke vielmals, Herr Enkel. So, na, das ist noch ein... Ich halte es ein Style, ja? Ja, und ich würde sagen, wir bitten dich jetzt, dass du mit allen Finalisten hinübergehst ins Showstudio und noch einmal deinen Siegertitel präsentierst, okay? Dein Publikum wartet schon auf dich, also lauf los! Den halten wir auch einstweilen. Den werden wir einstweilen sicherstellen. Und jetzt, so, jetzt haben wir noch was eine Wichtiges. Riesenerfolgsmeldung. Jetzt müsst ihr euch noch wissen, wie viele Anrufer waren heute beteiligt? Es waren sehr, sehr viele Anrufer. Auf jeden Fall kommen zu diesen Anrufern 308 Kitty Care Pakete dazu. Ja, und das sind dann gemeinsam, wer weiß die Gesamtzahl? Gemeinsam mit sehr, sehr vielen. Mit sehr, sehr vielen sind das ganz besonders viele. Also auf jeden Fall also gibt eine es Unmenge Kitty Care Pakete von der Kitty's Fashion Company an Kinder in Krisengebieten für die Aktion Nachbar in Not. Ja, und dazu muss man sagen, dass auch alle unsere Teilnehmer sich einkleiden können. Alle, die mitgemacht haben, können sich einkleiden. Und ebenfalls hier ist dieser Gutschein. Kiddies Fashion. Und außerdem gibt es natürlich noch diesen grün-gelben Herrn für jeden unserer Teilnehmer. Schaut aus wie der Konfetti. Ah, jetzt weiß ich, woher ich den kann. So, und jetzt noch ein herzliches Dankeschön an unsere Jury. Und wir müssen rüber, jetzt Ingrid. Müssen komm. Wir. Okay, laufen wir. Ohne Batterie gibt's keine Energie. Ich werde
Kein Walkman, noch mehr Ladungsstrom. Denn ohne Batterie gibt's keine Energie. Ich werde für den Walkman zum Phantom. Das war's vom Kiddy 95. Ich möchte mich jetzt noch einmal, wir wollen uns jetzt noch einmal bei allen bedanken. Bei unserem Publikum hier im Saal. Bei der, wie heißt's so schön? New We Kids Dance Company. Bei Ivana, bei Erwin Kienast und Norman Weichselbaum. Und natürlich bei unseren Finalisten. Ja, und alle unsere Finalisten kommen mit ihren Liedern natürlich auf die CD, die du schon in deiner wieder. Tasche hast. Hier ist sie. Und die kann man überall kaufen. Ja, überall, wo es CDs gibt. Na klar, beim Fleischhauer nicht. Zum Beispiel. Also, ich würde sagen, wir verabschieden uns alle gemeinsam hier bei euch im Saal und zu Hause mit dem Finale. Hey Kiddies, aufgepasst! Jetzt gibt's die 10 internationalen Top-Hits mit neuen Texten vom Kiddie Contest 95 auch auf CD. Alle Finalisten auf einer CD und für alle, die sich selbst an den Songs versuchen möchten, gibt's die Mitmachversionen mit Textbuch. Schau doch vorbei beim ORF-Shop oder im gut sortierten Fachhandel.